concepts they won't understand. And me, I ain't never gonna understand shit. Last night, she said, oh, but baby, don't feel so down. Only tell me out when I feel left out. So I turn around, and they're gonna be okay. I know this for sure. Walking out that door. If my fucking cable would let me. Nach den aufregenden Auftritten von Manu Chao oder den Strokes an den Vortagen macht das Festivalgelände am Sonntagmorgen einen verschlafenen Eindruck. Doch das soll sich schnell ändern. Weiteren intensiven Auftritten von Bands wie Arctic Monkeys, Mando Diao, Skin, Adam Green, Mad Caddies, Fettes Brot, Sigur Rós, Niles Barclay und Element of Crime sehen wir noch entgegen. She's on the really fast one at the beginning. That seems to send people crazy. They like that one. Yeah, there's a few that people seem to be really responding to, which is great, you know, because that's not everybody knows the song, so some they're hearing it for the first time and they're getting off on it. Purple is going around brilliantly, which is the next single.
new album is it's called Fake Chemical State. It's a very abrasive, loud, dirty indie rock album. It's quite sexual, quite, you know, it's a bit of a happier, hopeful kind of a dirty party vibe as well going on there. As well as like a couple of like melodic songs, a couple of sad songs, because it's nice to kind of go up and down. It's really exciting. I mean, it's getting a really amazing reaction around Europe, so people are running out and buying it and coming to see me play, and so all the gigs have been sold out. So it's quite a... It's the first album I've done which is completely me, you know, completely skin sound, completely something that I've developed from the beginning all the way to the mastering. Hunderte Bühnenhelfer, Roadies und Techniker werden gebraucht, um eine Veranstaltung in der Größe des Hurricane Festivals sicher und erfolgreich über die Bühne zu bringen. Ein bekannter Whisky-Hersteller veranstaltete in diesem Jahr einen außergewöhnlichen Wettbewerb. Die beiden Gewinner durften sich 3 Tage lang als Roadies beim Hurricane verausgaben. Sie hatten höllischen Spaß. Aber was halten eigentlich die Profis von ihren Grünschnabel-Kollegen? Der erste Schritt normalerweise auf der Baustelle ist für den ersten Tag, der Praktikant muss der Crew einblasen. Das ist Pflicht. Weil wir sitzen hier alle ohne Frauen, können nur gucken. Und eine kleine Pussy ist auch, tut auch gut. Climb the kingdom come. He's up to see the sun. Get a roadie, get a roadie, get a roadie song. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban among some other offenses. Meine Helden sind zurzeit die Arctic Monkeys, wo plötzlich ein 18-Jähriger die das sagt, was jedes englische Kid zwischen 15 und 27 denkt. Und wenn der Ford Mondeo singt, dann versteht das jeder Mensch in England. Und das finde ich super. Das ist einfach eine große künstlerische Leistung, gepaart mit atemberaubender, vielleicht nicht neuer Musik, aber einfach Musik, wo man also quasi den Schweiß im Proberaum riechen kann. Das finde ich fantastisch. Position.
von keiner Band beim Hurricane wurde so viel erwartet wie von den Arctic Monkeys. Eine globale Mediensensation. Die Arctic Monkeys dürfen sich rühmen, wahre Erneuerer der Musikvermarktung zu sein. When we first started out, before the album or anything, I don't know if we knew what marketing was as such, and because it was just us doing everything on our own. We basically used to just hand out CDs at our shows, and then gradually more and more people shared them on the internet, and here we are. We didn't have a website then and we didn't really know what we were doing. So we used to just burn them onto CD and give them away, like 20 per show or something. And then this guy put all our demos, like 16 tracks on his website for people to download whenever. It weren't really doing any damage. We never expected to make any money off his demos. It's not like that was the start of a big campaign. That was just kind of all we wanted people to hear our songs, and it made the shows better as well, because people knew the words and more people would turn up because they'd heard about us. So sounds like a big scheme, but we didn't know what we were doing. We were like 17, 18 years old, so it just kind of pretty lucky, really, right place at the right time. The only reason I can play is what you're scared for. Well, don't you always do the same? It's what you're there for, don't you know? Tonight, and so my exchange of plans was ending to the album is called Whatever People Say, I'm That's What I'm Not. And when we first released it, in England it became the fastest debut selling album ever in Britain, which were pretty special. From the first thought, like 2 days, it were the fastest selling rock album, and then gradually it overtook every like British album. We can't deny that the internet helped us, because it has. I think all it did was help it speed it up and get it bigger faster. It's when the single went number one, the first one in England, like the next day all the newspapers was like, internet success, Arctic Monkeys, and we were in like The Economist magazine and stuff, like as if we were business geniuses, as if we had a big plot. But it's, like I said, it's like nothing to do with that, really. But, so I mean, it's kind of like, some people do get wrong end of the stick, as if it's like the internet did it for us. And it's like, a lot of bands put their songs on the internet, but you've still got to have good songs. Ever sing about or write about is what we've done. So every single song that we've got on our album's got a story behind it, like an actual story, whether it's like going out one night and meeting a girl or whatever. It's not just one style of music. Like the drums might be playing more of a groove thing, and then the guitars play more of a rock thing, or other way around. It's like we kind of just try and mix it all up a bit. But like, I think you can dance to it. That'd be a nice thing to say about it. So all that's left is the proof that love's not only blind but deaf. Beim diesjährigen Festival konnten die Fans viele ihrer Helden hautnah zu Gesicht bekommen. Hier die schwedische Gitarrenband Mando Diao. I'm getting fine, girl, dressed up for stormy weather. Sometimes me down in the past when my mother relies, and it's true that I'm in for a bunch of life. Get down in the past when my mother.
Einfluss der britischen Kultur in Schweden bewirkte bei Mando Diao eine Oasis-ähnliche Arroganz, als sie behaupteten, ihr erstes Album sei besser als jegliche Werke der Beatles, Kings, Stones oder The Who. Eine absichtlich provokante Bemerkung, die der Band seither anhaftet. These dinosaurs bands, sometimes they almost get too much respect, like they're untouchable gods. But in one way, they're just like us. You know, we're bringing. They took blues and rock and roll and those tradition and changed them a bit and made that something new. And we take what they made and something new to that. What we meant was that we liked our album more than we liked any Rolling Stone and Kings album. I wouldn't say Beatles. I wouldn't go that far. But at the time, maybe. We thought that this is really good. Oh, this can really compare it to the big guys. And also, we were 19 years old. They just wanted to piss people off, and that was a very good way to handle it. We are so punk rock. It's easy to like us because it's very simple and clear melodies. And then when we play them live, we always try to keep as much intense and energy as possible in these songs, but if you strip them down, it's basically just melody. We have a song called Killer Kaczynski we're gonna play, and we have a song called Welcome Home, Luke Robitaille. So it's all about people we met. Like no one did you harm, and it was so 1, 2, 3, 4, that's a billion, but what that's a shame. You remember the day, you remember the package where you used to spend his years, and now you found him. But what's he doing without you? If he's like you already knew, the life is sweet when he's back. So why just say, welcome home, Luke Robitaille, there's so much that you've missed, I know. But I mean you as much as yesterday. We met loads of characters on, well, we've been on tours and stuff like that, and met really strange people, people that call themselves terrorists and hookers and homeless people and loads of weird people. In Sweden, we start our work so late in the night always, you know. We start playing at 12 and then like we go out on bars and stuff at like 3 or 4, and you meet loads of weird people. It's the wolf hour, which is just when it's the twilight zone between day and night, you know. And it feels like that's the only time we have when we're free. After the show, and you stay at, and you go out from 2 to 6, you know, in the morning. And the album is about people we met those hours, which is not normal people, but very interesting folks. And also our lives, what we do. And because at that time, it's no police, it's no rules, it's a different world, you know. Free state. Free state, yeah. Jessica, Jessica Simpson, got it all wrong. Your fraudulent smile, the way that you faked it the day that you died. Tomorrow gets closer, a purple bulldozer is calling you on the phone. Your love life recedes you, your son-in-law feeds you injections of cold air.
Jessica, Jessica, Jessica Simpson. You've got it all wrong. Your fraudulent smile. Der verrückte New Yorker Folksänger Adam Green nahm das Publikum mit seinen charmanten Popdarbietungen und seiner wunderlichen Extravaganz für sich ein. Entgegen einiger Gerüchte im Publikum war er nicht betrunken. I'm really sick of the formalist approach to records. I did a lot of formal records, like 15 songs, 2 minutes. Production was really clean. So I'm doing other things now. You know, I feel like I've done my time in that kind of jail. Leave me alone. I'm in control. Gonna have a bad time rocking at the Hollywood Bowl. Hollywood Bowl. My new album always goes over really well. Sometimes, you know, I was thinking about writing a song for a festival, because I know what people like, you know, they love it when it's just like a strong melody beat, you know, like a sort of like a throwback to the old fashioned beat groups of the 60s, you know, people really like that. Next time we're cool, but I cannot go back to that town. They make fun of me too much, and I cannot go back to that town. Like my father said before he died, oh, I'm bringing them home. Leave me alone. Nobody help! You found a new brand blue and cold wedding. Cry, baby, cry! But I cannot go back to Shanghai. There were certain ideas that I communicate on this record that I had when I was 8 years old, 7 years old, but I thought it would be too strange to attempt to do them. For whatever reason, like when you're a kid, your own fantasies seem like they're like dirty, and the older I get, I start to try to like expand on my own fantasies I had when I was younger, try to make them real, and then they don't really seem so ugly to me. Heart and soul, baby, there is no goal. Turn the lights on bright, you're a rock and roll star. Feel my love coming from the heavens above. When my eyes meet your eyes, you know it's true. Oh, baby, come dance with me. Baby, come dance with me. On TV, at the TV station. So baby, come dance with me. Baby, come dance with me. I'm TV at the TV station. Yeah. So baby, come
eine Durchsage. Wir suchen Elvis Presley. Elvis Presley, bitte hierher kommen. Danke. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Der Musiker als Messias des modernen Zeitalters. You get a big buzz from it all and you feel like you can do anything, but we might be the most important thing in the world to somebody and then irrelevant to somebody else, so it's, you can't really say it. In the global age of communications, we know a lot more about artists and we know a lot more about, you know, there isn't that mysticism that surrounds artists anymore. You are no better or no worse than the people who are in front of you. I don't think any of us think we're the second coming of Jesus. That thought would never strike me at all, I guess, you know. We've done it by now quite a lot of times and nobody still is particularly worshipping us. I don't really believe that it does make you Messiah. Nobody gives me all their money or gives me random massages anyway. Someone can just unplug your amp and you're all done. I mean, you can't do that to God, I don't think. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone. By the telephone, lift up the receiver, I'll make you a believer. Definitely times I've gone off my head with it all, you know, it's kind of like, it's natural to anybody to be a bit like, wow, I'm so fucking wonderful. As soon as I feel a little bit of that, I usually fuck up and it brings me down to nothing. Man darf es nicht persönlich nehmen, man ist deswegen nicht, eben nicht der neue Messias, man ist deswegen auch nicht schlauer als andere, man macht nur eine Musik, die ihnen sehr gut gefällt. Well, who do they really love? Is that really you that they, you know, that they love? Do they really know you? They don't, so, you know, sort yourself out and sit down and shut up. Rock and roll is like the perfect medium to amplify the worst aspects of anyone's personality. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. I still wouldn't mistake power and or influence for a messiah complex. I'm not on a power trip, so when I'm standing on stage, I don't sort of think, I, you know, I've got you all in the palm of my hand. Like, I mean, that's a lot very rock star thing to think, you know, it's, and that's where a lot of people get their kicks from, but it's about connection. Throughout history that people have looked to music for guidance and connection, and you know, I mean, I have my whole life, you know, I wasn't religious, I was into music. It is this sort of replacement almost for people's worship. Ich würde schon sagen, dass zumindest Pop- und Rockmusik zurzeit die große lebenverändernde Kunst ist. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Bands sind dafür da, ihre Musik zu spielen, das ist es. Und alles andere ist Quatsch. People want something in their lives. They want something, you know, they can't just be totally empty. I think it's, you know, it's quite a scary thought. But for me, musicians, they can't, you know, they can only reflect what's going on. It's down to those people in the crowd to make things different, to make changes. Natürlich ist Marilyn Manson nicht dafür verantwortlich, dass Leute in der Schule erschossen werden, nur weil sie Marilyn Manson vorher gehört haben. Aber wenn, ich sag mal so, vielleicht ist es auch relativ arrogant, wenn ein junger Mensch eine Frage hat, dann nehme ich die Frage ernst und nehme das auch als Teil meines Berufs wahr und ich versuche ihm auch eine Antwort zu geben auf meinen Platten oder im persönlichen Gespräch nach dem Konzert. Ich empfinde das als ganz natürlich, dass der Künstler sich darum zu kümmern hat, um die 10 großen Fragen, die jeder Mensch in seinem Leben hat. Wo komme ich her, wo gehe ich hin, was ist der Sinn, was ist Liebe, gibt es sowas wie Gott, was mache ich überhaupt dieser ganzen Welt? Reach out and touch faith. I hate the idea of being a role model. I, you know, I'd shoot them all down. I don't feel like I have any answers or any for anything political or personally for people. I don't want to be like, oh, follow me and do everything I do, because those people, man, they're sick, because they like everything, every move they make, before they make it, they've already thought about how it's going to reverberate around the world, you know?
And I think they're really insincere and really quite abusive in the way that they use youth culture's attitudes and try to manipulate things. And at the end of the day, those are the kind of people that really just want to make loads and loads and loads and loads of money. I just want to hear a good song. I just want to be entertained. I don't care about the revolution. I think most people these days don't care either. Und ich möchte das nächste Lied gerne dem Rechtsanwalt und Steuerprüfer und Anwalt mein Macker Bernd Marx widmen, der mich beim Hamburger Finanzamt so dermaßen rausgehauen hat, dass dieser Song einfach für ihn sein muss. Bernd Marx, danke, dass ich nicht im Knast bin. Wir haben mit den Niederungen der deutschen Punkszene angefangen, haben nie einen großen Plattenvertrag gehabt, haben uns irgendwie nie verbogen oder nie irgendwas Doofes gemacht und plötzlich spielt man auf dem Hurricane Festival um 22:30 Uhr abends. Da muss man sich selber ins Gesicht schlagen, um das zu begreifen. Ich will das auch gar nicht vorwegnehmen. Ich finde das halt immer super, wenn so ein Publikum, wenn die entscheiden heute Abend, dass wir gesteinigt werden, dann sollen die das machen, weil ich finde, dass Rockmusik eine demokratische Sache ist. So, ich finde das gut, wenn die Leute ihre eigene Meinung behalten. Unser letztes Album heißt Buchstaben über der Stadt und ist im Januar 2006 rausgekommen. Und ich glaube, das Besondere oder was halt selten vorkommt, ist, dass ich das Bedürfnis verspürt habe, frei und offen und vielleicht auch aggressiv über das Glück singen wollte, was mir widerfahren ist. Unsterblich verliebt und ich wollte nicht so eine langweilige Liebesliedplatte machen, wir gehen zusammen den Feldweg runter, ein Schmetterling sieht aus wie du, sondern ich wollte halt darüber singen oder musste mir das auch selber heransingen, wie das ist, wenn man plötzlich einen Menschen trifft und der all die Knoten, die man in seinem Leben hatte, plötzlich löst. So, und das war halt ein großer Einschnitt in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie andere Leute das machen, aber ich habe da halt eine Platte drüber gemacht. Und es wird ja mal gesagt, wenn Künstler glücklich werden, werden die Platten scheiße. Ich glaube, das haben wir ungefähr hinbekommen, dass das nicht so ist. Und deswegen sind da halt so Sätze drauf wie ein Kuss auf die Stirn, danke für die Stunden, man fühlt sich, als habe man die Liebe erfunden. So, das ist, glaube ich, das ist halt eine glückliche Platte. Das ist schon eine Tomte-Platte. Also wer Tomte kennt, hört auch, dass es eine Tomte-Platte ist. Wir spielen ganz häufig jetzt mit drei Gitarren. Wir sind quasi die Molly Hatchet des deutschen Indie-Rocks. Thank you.
weiß, dass die USA ein latentes Problem mit ihrer Außenpolitik haben und dass sie vielleicht auch nicht den smartesten Präsidenten haben, aber eben mich nervt es total, dass irgendwie tausende von Bands das benutzen, um sich politisch zu profilieren vor ihrem Publikum und wirklich generalisierende Aussagen über die amerikanische Kultur, das amerikanische Volk zu machen und dann das auch gerne als deutsche Band vom deutschen Publikum machen, wo ja der Gehalt quasi gegen null tendiert stark. Und da sollten die Leute dann vielleicht mal lieber über die eigene Politik im eigenen Land denken. Und gerade als Deutscher finde ich, dass man bei so einem Thema immer sehr, sehr sensibel sein sollte. Tag der Hurricane-Hitzewelle kann kaum noch jemand stehen. Ein Eldorado aus Staub, berichten die Zeitungen, während Mensch und Material an ihre Grenzen stoßen. Das sind solidarische Gründe. War sehr anstrengend, ja, die Hitze und viel Staub, viele Besucher, viel Sonne, viel Fußball-WM. Mama, and must have whiskey, oh, you know why. Ich hatte die Nachtschicht und muss jetzt schlafen gehen. Danke. Das ist mein Kommando, das ich gerade bekommen habe. Tschüss. Erstaunlicherweise sorgen kalifornische Punkbands immer für einfallsreiche Impulse beim Hurricane Festival. 2005 waren das Flogging Molly und ihre irisch angehauchte Punk-Variante. Und 2006 sind es die Mad Caddies mit einer verrückten Punk-Dixieland-Fusion. A long time ago, when we first started, we realized that there's a lot of bands that always sound the same. So we kind of tried consciously to think of something, some kind of element to bring to punk rock. That wasn't just like ska or, you know, like hardcore, you know, just try to do something different. And we're all, a lot of the guys are fans of like old jazz from like the 20s and 30s, like Louis Armstrong and Fletcher Henderson and old Dixieland and traditional jazz. So we thought it would be cool, since we had horns anyway, to kind of combine punk rock with more of like a traditional jazz kind of sound.
Rock it right up, pop your feet onto the ground. Now take pleasure. We still have to play all different kinds of music, but I think the core of our sound, the reason why people like us the most is as far as originality and what we do is because of the Dixieland punk rock. I think our sound is kind of diversified further, which is already confusing because I think we try to bring a lot of outside elements and influences into our sound. Some sort of Eastern European stuff creeping in there occasionally. Just listen to a lot more different kind of styles, a lot getting back to basics, sort of like folk music and whatnot. But I mean, I don't think it still sounds like Mad Caddies. Dude, you got your ass on that guy's head. Dos, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Moin Moin, wir sind die Band Fettes Brot, ich bin König Boris. Ich bin Björn Beton. Ich bin Dr. Renz. Moin Moin, was geht? Alles klar bei dir? Wie spät? Gleich neun, okay. Immer im Los, Grüße, gut geht. Schalt den Waffen an, zieh die Haustür an, lauf die Straße entlang, bis zum Kaufmannsladen. Denn da gibt's die allerbesten Brötchen beide frei. Kurz mal lesen, was die Zeitung schreibt. Irgendwas von dem Großangriff und Zähne genommen auf Fernstadt. Viele Menschen ums Leben, dann kommt man im Erdpunkt gleich im Markt. Nur eine Nacht. Ich zähle Wachs in den Bäcker. Nur wenige Künstler des diesjährigen Hurricanes waren so stolz auf ihr neues Material wie die Hamburger Rapstars Fettes Brot. Na, wir haben uns getraut, bestimmte Dinge zu schreiben, ohne das Hintertürchen Humor, die ganz direkt und einfach das aussagen, was sie sollen. Also, da gibt es keine zweite Ebene, sondern es ist eine ganz einfache und direkte Art und Weise. Wir haben auch diesmal einen Song gemacht, Soll das alles sein? Das ist, glaube ich, so das Paradebeispiel dafür, wo wir auch aus der Sicht einer alleinerziehenden Mutter und deren Problematik beschrieben haben. Ich meine, dazu gehört zumindest für uns als Band halt auch einen gewissen Mut, irgendwie sich das zuzutrauen. Das können wir, das wollen wir jetzt so machen, dass wir das versuchen, irgendwie mal aus der Perspektive eines anderen Menschen in ihr Leben so zu beschreiben. Und das haben wir vorher nicht gemacht. Ich helfe kann bei deinen Hausaufgaben. Ich schaffe es auch wieder nicht zum Elternabend. Und du weißt ja auch, wie wenig Geld wir haben. Ich hoffe, du weißt, wenn ich könnte, dann würde ich gerne mehr Zeit mit dir verbringen. Aber mehr ist im Moment leider nicht drin. Immer wenn die Nacht anbricht, immer wenn sie auf der Liebe sind, soll das alles sein. Wir können ernsthafte Momente haben und die Leute finden es nicht störend oder wundersam. Und genauso erwartet man von uns eine gute Party und das zu Recht. Und also ich glaube irgendwie, ich finde das ein sehr angenehmes Gefühl, dass weder das eine noch das andere irgendjemand so überrascht, dass er uns das gar nicht zugetraut hätte, sondern dass wir einfach für eine breit gefächerte Themenvielfalt mittlerweile stehen und dass
Ja, da können wir natürlich jederzeit wieder aus dem Vollen schöpfen. Lernen, nicht so laut zu sein, dich anzureihen, um nicht aufzufallen. Nun ist es an der Zeit, sich mal aufzubäumen, drauf zu hauen und die Scheiße endlich rauszuschreien. Also mach Platz, wenn aus dem Weg, Mann. Wir reißen das Maul auf, bevor wir überlegt haben. Ich springe mit dem Nacken, Arsch ins Gesicht, ihr sagt, wieder. Ich sag, was das bin ich. Kann der Eltern wieder jammern, dass das kein Verhalten mehr. Die erstmalige Begleitung durch eine Liveband steigerte ihre Vorstellung um eine weitere Stufe. Es sind verschiedenste Sachen. Das ist natürlich von amerikanischen Hip-Hop-Geschichten bis hin zu deutschen Liedermachern. Ist wirklich alles dabei. Und englische Gitarrenbands. Und englische Gitarrenbands, genau. Und polnische Chöre. Und das, stimmt. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was uns immer ausgemacht hat, dass wir so die Grenzen ein bisschen weiter gepusht haben. Wir hören eine Musik, die uns anfixt, die wir geil finden und versuchen irgendwie das in unseren eigenen Worten und Gesangsstilen wiederzugeben oder einfach das mit einfließen zu lassen. Und oft sind es dann Mischungen aus 5 verschiedenen Superhits und daraus machen wir wieder einen neuen und am Schluss weiß keiner mehr, wo es eigentlich geklaut war. Einer der außergewöhnlichsten Auftritte dieses Jahres, die isländischen Kultstars Sigur Rós. Ihre erstaunlichen musikalischen Windungen und Lichtshows waren das einzige wirkliche Prog-Rock-Element an diesem Wochenende. Ein Nachmitternachtshäppchen für verlassene Pink Floyd-Fans. I guess the only plan that we have is create the music that we like, you know, we want to play. You know, we're not creating something for other people, we're creating it for us. And I don't know, maybe it's, you know, our music is quite open for interpretation, I guess. You know, lyric-wise, you know, it's all in Icelandic. Most people don't understand it. And I don't know, I think people just sort of put something of themselves into our music. That's what I like about it. Oh,
into the studio and, you know, with no songs, and we just started, you know, writing and recording, and it's just, we get together and someone starts playing, and you know, if we like it, we remember it, if we don't, we forget it. It's just sort of a reflection of what we're feeling like at the moment when we wrote the music. We just play what fits, you know. It's not as if we're really good fusion jazz musicians or something, you know. We just do something simple most of the time, but and I don't know, I think it took about 2 weeks or something to write the record, I think, and then 2 years to finish it. So who we are hearing us for the first time, that's just good. Dass man mit nach 20 Jahren so einer Band noch ein Album rausbringen kann, das dann so abgeht. Dass man selber jedenfalls das Gefühl hat, dass einem noch mal eine ganze Menge guter Songs eingefallen sind. Ja, ich spiele gern und wir spielen ja alle sehr gern. Wir spielen auch die meisten hier auf dem Festival, die meisten von diesen neuen Songs, weil wir sie einfach so gern spielen. Vielleicht auch, weil wir sie einfach von allen am wenigsten oft bisher gespielt haben. Das kommt ja auch dazu. Hier sind vielleicht sehr viele Leute, die das noch nie gehört haben, die es nicht kennen. Und das ist ja eigentlich auch ein guter Effekt dabei. Man erreicht plötzlich auch Leute, die sonst vielleicht gar nicht dazu kommen, das zu hören, weil unsere Musik ja in der Regel auch nicht im Radio gespielt wird und so. Das heißt, das ist eine gute Möglichkeit, dass Leute das mal hören. Die meisten kennen ja die Band vom Namen her und so schon mal von gehört, aber eben die Musik vielleicht noch nicht gehört. Insofern wäre es ganz falsch, da eine bestimmte Reaktion zu erwarten. Man spielt seine Songs und hofft, dass es den Leuten gefällt. Sie sollen da glücklicher rausgehen, als sie reingekommen sind. Ich bin jetzt immer da, wo du nicht bist. Und das ist immer Delvenhorst. Es ist
schön, wenn's nicht mehr wehtut. Und wo zu sein, wo du nie warst. Hinter Hochding ist ein Graben, der ist weder breit noch tief. Und dann komm gleich Getränke auf, Mann. Sag Bescheid, wenn du mich liebst. Sachen an, die du nicht magst, und die sind immer grün und blau. Ob ich wirklich Sport betreibe, interessiert hier keine Sau. Hinter Hochding ist ein Graben, der in die Ort um sich ergießt. Getränke auf, Mann. Sag Bescheid, wenn du mich liebst. Security hat uns gebeten, nach Hause zu fahren, bevor es ganz schlimm wird. Ja? Die Security. Weil es soll hageln und Windstärke 12 geben, deshalb. Genau, und die haben manchen gesagt, dass es besser wäre, wenn man auch reisen würde. Kann man nichts machen. Mit dem aufziehenden Unwetter wurde der Auftritt von Niles Barclay unvermittelt zum ausklingenden Akt. Dank des Regenschutzes, den das Zelt zunächst bot, konnten sie, soweit es die Natur erlaubte, eine wahrlich elektrisch geladene Show abziehen. We just come from the stage, from the Hurricane Festival stage, and where we got cut short a little bit by the weather. Due to an actual hurricane. Yeah. Okay. I just got an emergency announcement. There's a storm coming, so we want to be able to give you our full set, to give you our best. So can we do something special for you tonight? Just in case the rain stops the show. Is that cool? We got about six songs off. Yeah. Right, I think it was about six. We had to move Crazy up, so we know people came to hear that song for sure. Our best show up to this point, and unfortunately got cut short because of the weather, so we're definitely going to come back to Germany. I mean, it was definitely a good introduction to playing in Germany. But chances are we'll be back pretty soon, so that's the silver lining. Eine Stunde zum Handeln. Also sind wir hochgegangen, haben alles vorbereitet, haben darauf gewartet. Und nun ist es passiert. Alle Mann hoch, noch zwei Riemchen gelöst, Plan raus. Und jetzt sollte das Ding dem größten Sturm standhalten. Die Ankunft eines Sturmes mit fast biblischen Ausmaßen bewirkte, dass der Auftritt von Muse aus Sicherheitsgründen abgeblasen werden musste. Aber Niles Barclay setzte einen bejubelten Schlusspunkt für das Hurricane Festival 2006 und die Veranstalter hatten die sich zuspitzenden dramatischen Ereignisse perfekt im Griff. Während die Musiker hinter die Bühne in Sicherheit und zu einer ganznächtlichen Party flüchteten, machten sich 50.000 Fans im nächtlichen Dunkel auf den Heimweg, um den Fluten zu entgehen. Trotz des ungeplanten Ausgangs bestätigte sich Hurricane wieder einmal als das zentrale Ereignis für Independent-Musik schlechthin.
Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder bei einem Hurricane Festival, das seinem Namen alle Ehre macht. Neugierig geworden? Mehr Infos finden Sie im Internet. Nächste Woche sind wir reif für die Insel. Nicht irgendeine natürlich.